Das ist ein Fisch, ein köstlicher Fisch und einer der letzten seiner Art. 85% der Fischbestände in unseren Meeren sind bereits überfischt oder bis an die Grenzen ausgebeutet. Mit anderen Worten, fast überall werden mehr Fische gefangen, als natürlich nachwachsen können. Der Bestand großer Speise- und Raubfische ist dadurch schon um 90% zurückgegangen. Verglichen mit dem 19. Jahrhundert muss man heute den 17-fachen Aufwand betreiben, um die gleiche Fangmenge zu erbeuten. Wenn wir so weitermachen, sind unsere Meere laut einer umfassenden Studie im Jahre 2048 leer gefischt. Ein weiteres Problem ist der Beifang, den viele Fischprodukte mit sich bringen. Jährlich sind es rund 40 Millionen Tonnen an Lebewesen, die ungewollt mitgefangen und sterbend zurück ins Meer geworfen werden. Die gute Nachricht? Noch kann man diesen Prozess umkehren, wenn man umdenkt. Darum setzen wir zu 100% auf nachhaltigen Fischfang. Zum einen durch die konsequente Meidung überfischter Gebiete, zum anderen durch eine drastische Reduzierung des Beifangs. Schlaue Netze zum Beispiel berücksichtigen die verschiedenen Verhaltensweisen von Fischen. Akustische Signale vertreiben schonend Wale, Delfine und Robben. Und statt willkürlicher Langleinenfischerei wird Thunfisch einzeln von Hand gefangen. Mit unseren Auflagen erfüllen wir ausnahmslos die strengen Richtlinien des MSC. Auch zur herkömmlichen Fischfarm, in der genverändertes Futter, Antibiotika und andere Medikamente zum Einsatz kommen, bieten wir eine ökologische Alternative, die Bio-Aquakultur. Hier bekämpfen Putzerfische die gefährlichen Schädlinge und sorgen so für die nötige Hygiene in den Geheben. Ein entscheidender Unterschied, den man vor allem auch schmeckt. All das macht uns zur ersten Fischmarke, die mit 100% ihrer Produkte die hohen Anforderungen des WWF erfüllt. Und noch etwas macht uns besonders: Transparenz. Wir legen die Herkunft unserer Produkte konsequent offen. Mit dem Tracking-Code auf der Verpackung kann man jeden Fisch online bis ins Wasser zurückverfolgen. Wie zum Beispiel diesen Fisch. Diesen köstlichen Fisch. Einen von vielen seiner Art. Follow Fish. Folge dem wahren Geschmack.